Da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen zum Gottesdienst für die Weihnachtsfeiertage aus der Michaelkirche in Westkilver. Es steht unter dem Bibelwort aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott hat uns die höchste Ehre erwiesen, indem er Mensch geworden ist. In Jesus ist der Heiland der Welt, der Retter zur Erde gekommen. Heiligabend haben wir an die einfachen Umstände gedacht, in dem kleinen Kind in der Krippe, wo Gottes Liebe für uns sichtbar wurde. Heute am Weihnachtstag geht es schon wieder um Ehre und Anbetung. Jesus ist nun auch Herr über die Engel. Und wir haben ja einen Engel hier,
unseren Michael-Engel, davor das kleine Kind in der Krippe. Jetzt ist das Kind der Herr über diesen großen Engel. Für Jesus, für die Menschen, die Jesus begegnet sind, war er auch ein Engel. Er hat geheilt, ermutigt, Menschen verändert. Und doch war er und ist er viel mehr. Weihnachten gäbe es ja nicht ohne Ostern. Der Engel Jesus starb am Kreuz. Auferstanden ist Christus, der Herr der himmlischen Heerscharen. Aber auch die einfachen Engel brauchen wir nach wie vor. Davon hören wir in diesem Gottesdienst. Dankbar bin ich für Niklas Sprung, den Engel an der Kamera, und für die musikalischen Engel Anke Falkenreck und Christel Handel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Prophet Jesaja hat seine Erwartung an den Retter der Welt ja in folgende Worte gefasst. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewig Vater, Friede, Fürst. Darüber freuen wir uns und hören auf die lobenden Worte aus Psalm 96. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn im heiligen Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Schmeißt nicht zu in Marien Schoß.
Kommt, singet den Herren, singt die Engel, frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten. Lass uns beten. Lieber Herr und Gott, du hast deinen Sohn Mensch werden lassen, dass er die Welt von den Mächten des Bösen befreie. Wir bitten dich, bring auch uns zu der herrlichen Freiheit deiner Kinder. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von der ersten Noel hat der Engel erzählt. In der sternklaren Nacht lagen Hirten im Feld. Sie schauten auf und sahen ein Licht in der Ferne leuchtend am Himmelszelt. Noel, Noel, geboren ist der König von Israel. Der Stern so hell kam zur Erde ganz nah und ein Licht voller Liebe und Frieden war da.
Sie folgten dem Stern in der heiligen Nacht und sie fanden das Kind, das die Liebe gebracht. Noel, Noel, geboren ist der König von Israel. Ich lese das Evangelium bei Matthäus im ersten Kapitel. Die Geburt Jesu geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Christus ihren Herrn.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Mitfeiernde, liebe Gemeinde, von Engeln soll die Rede sein heute, vom Verhältnis der Engel. Jesus, der oberste aller Engel nun, eingesetzt von Gott als Sohn und oberster Engel. Da geht es sofort, wer hat was zu sagen? Was bedeutet das nun? Im Hebräerbrief, der im Neuen Testament steht, dazu ein paar Zeilen. Am Anfang heißt es dort: Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er: Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen? Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ja, Weihnachten ist das Fest von Jesus, aber vor allem das Fest der Engel. Die sind ja nicht weg, dadurch, dass er nun der oberste Engel ist. Und wir machen sie ja auch immer sichtbar. Zu Weihnachten sehen wir sie in allen Variationen. Normalerweise an den Buden von den Weihnachtsmärkten. Wir hören von ihren Botschaften und Gesängen in den Gottesdiensten und in der Weihnachtsgeschichte. Und, wie Sie ja vielleicht wissen, einer der beliebtesten Taufsprüche kommt nach wie vor aus Psalm 91. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also auch wenn Jesus der Oberste ist, sind die Engel trotzdem da und wir brauchen sie auch. Jesus wird gleich oben hingesetzt, obwohl er als Kind zur Welt gekommen ist. Als Mensch unter Menschen, als wahrer Gutmensch, Arzt und Heiland. Wenn das im Hebräerbrief so heißt, soll man jede Art von Verwechslung vermeiden. Jesus ist ganz was anderes, obwohl er gewirkt hat in der Welt, auch wie ein Engel. Er war für viele Menschen wie ein Engel. Er hat ihnen Gesundheit geschenkt und alles, aber jetzt haben wir sein wahres Wesen erkannt. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Vom Vater eingesetzt zum Erben, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Also viel höher als die höchsten Engel. Aber die Engel bleiben. Sie sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen. Die Engel sind unsere dienstbaren Geister und wir brauchen sie wirklich, um so zu leben, wie es Gott von uns erwartet, wenn er uns zur Einigkeit und zur Gemeinschaft und Frieden aufruft. Er ruft uns durch seine Boten. Unsere Kirche heißt Michaelkirche. Dieser Name bedeutet: Wer ist wie Gott? Und er ist auch Programm. Engel sind keine selbstständig handelnden Wesen, sondern konkrete Boten im Auftrag Gottes. Wie hat es mal jemand genannt? Die gelben Engel des Himmels. Wenn unser Lebenswagen liegen bleibt, ist auf sie Verlass. Und sie halten unsere Gemeinschaft am Leben. Gott lässt uns nicht allein. Er sendet uns seine Boten, die Engel. Und ich glaube auch, dass es sowas gibt wie einen Schutzengel, vielleicht so einen persönlichen Engel. Ich glaube auch, dass meine Eltern, vielleicht sogar noch mehr Menschen, von denen ich gar nichts weiß, wie Schutzengel für mich da sind und mich oft, viel öfter als ich vermute, als ich weiß vor allen Dingen, vor etwas Bösem bewahrt haben. Und wenn mich dann heute auch etwas Schweres trifft, dann glaube ich auch, dass ich es tragen kann und bewältigen werde. Mit ihrer Hilfe.
Alles, was zu schwer ist, wird Gott mir ja abnehmen. Aber dass die Engel da sind, sofort sichtbar, ist das nicht immer. Auch die Verheißung, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dass sie uns behüten sollen auf allen unseren Wegen, ist eine Verheißung, aber es ist keine Garantie für ein sorgenfreies Leben. Schon mit Martin Luther könnten wir jeden Morgen beten: Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Wir dürfen wissen, dass Gottes gute Macht für uns ganz persönlich gilt und wir nicht allein sind auf den Wegen des Lebens und vor allem des Sterbens. Die Engel behüten uns in Gottes Auftrag. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild, als spräch er, wollt in mir erkennen, getreuer Hoffnung, stilles Bild. Zwei Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen sehen. Sie gehen zum Weihnachtstisch und beten und wenden wieder sich und gehen. Zu guten Menschen, die ihn lieben, schickt uns der Herr als Boten aus. Und seid ihr treu und fromm geblieben, wir treten wieder in dies Haus. Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, unsichtbar jedes Menschenblick, sind sie gegangen wie gekommen, doch Gottes Segen blieb zurück. Liebe Freunde, als Boten Gottes sind sie immer geringer als Gott, aber wichtig für seine Herrschaft in dieser Welt. Suchen wir mal nach den Spuren von ihnen in unserem Alltag. Wann ist denn ihnen zuletzt ein Engel begegnet? Gerade in dieser Zeit. Wann haben sie zuletzt gesagt: Mann, dich schickt mir der Himmel. Du bist ja ein Engel. Menschen, die uns etwas Gutes tun, die uns helfen, werden als Engel bezeichnet. Und was hat es alles für Engelerfahrungen gegeben in diesem Corona-Jahr? Wie viele Corona-Engel gab es im Krankenhaus, im Rettungsdienst, in der Nachbarschaft? Wie viele Corona-Lieder wurden wohl gesungen und gespielt irgendwo in Fußgängerzonen vor und in Krankenhäusern vor Einsamen, vor einfach den Menschen, um ihnen den Kopf wieder etwas in den Himmel zu heben, den göttlichen Horizont wieder sichtbar zu machen? Den segensreichen Horizont, der da ist, aber den wir eigentlich so oft nicht sehen wollen. Und da steckt ja auch was anderes drin, das ist ja auch die Weihnachtsbotschaft. Wir haben eigentlich in unserer Krippe hier gar kein Kind. Ich wollte eigentlich immer einen Spiegel reinlegen. Jeder, der dort reinguckt und das Kind sucht, sieht sich selbst. Jesus wird in uns geboren. Unser Herz muss seine Krippe sein. Und so ist auch jeder von uns zum Engel für den anderen berufen, wenn wir nur an Gottes guten Willen für uns glauben. Ich glaube, Sie wissen es auch nicht und ich weiß es auch nicht ganz genau, wie oft wir selber schon zum Engel für andere geworden sind. Einem Vermittler zwischen Gottes Güte und der Realität, ohne es zu wissen. Wo wir anderen schon Mut gemacht haben und deren Lebensgeist dann neu geweckt haben. Aber wir sollen es vielleicht auch nicht immer wissen. Engel verschwinden ganz schnell und so leise, wie sie gekommen sind, sagen auch unsere Weihnachtslieder. Zwei Engel sind in den Raum getreten, tauchen auf und unter, sind Grenzgänger zwischen den Sphären des Himmels und der Erde, zwischen Realität und Traum oder traumhafter Realität. So sind wir das eigentlich schon sehr oft, selber Engel, und selber brauchen wir Engel.
Eigentlich müssten wir das nur erkennen, dann wäre die Welt eine ganz andere. Menschen werden oft im Laufe ihres Lebens blind für den göttlichen Horizont ihres Lebens. Sie sehen nur die Realitäten und Schlechtigkeiten des Alltags, so wie jetzt auch. Wenn man nur den ganzen Tag Nachrichten guckt und nur was von Corona hört und von Corona-Zahlen, dann sieht man auch keinen göttlichen Horizont mehr. Man bemerkt gar nicht den Engel Gottes, der über uns schwebt und uns zuruft: Ertragt euch so, lebt so, wie man es von euch erwarten darf. Habt Hoffnung, auch in traurigen Zeiten. Seid demütig, geht gut miteinander um, demütig lieber als rechthaberisch, lieber sanft als hart. Ja, Weihnachten taucht den Alltag in ein göttliches Licht. Das haben wir dieses Jahr so besonders bitter nötig. Und das ist auch möglich. Das hat mich ganz besonders berührt. Ein Text von Pastor Dietrich Bonhoeffer ist mir jetzt auch noch mal klar. Der hat im Gefängnis mal geschrieben an seine Verwandten, an seine Verlobte, hat er mal geschrieben, dass er sich trotz der Gefangenschaft gar nicht einsam fühlt. Dass ihm gewissermaßen neue Organe wachsen, um zu fühlen und zu hören, was alles an guten Gedanken und Gebeten für ihn gedacht und gesagt ist. Er schreibt das auch so: Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, Musikstücke, das alles gewinnt Leben und Realität wie nie zuvor. Es ist wie eine große unsichtbare Welt, in der man lebt. Und an ihrer Realität gibt es keinen Zweifel. Die Bewahrung durch gute, unsichtbare Mächte am Morgen und in der Nacht brauchen Erwachsene heute genauso wie die Kinder. Liebe Freunde, das habe ich wirklich gedacht, das ist so, wenn man jetzt einsam zu Hause sitzt, allein und gar nicht so feiern kann wie sonst. Da habe ich gedacht, das ist so, wie Bonhoeffer in seinem Gefängniszelle saß. Und dann sagt er, mir wachsen gewissermaßen neue Organe, dass ich die Gebete, die Lieder, die Musik hören kann, auch wenn es still ist. Und das wäre für mich der Weihnachtswunsch, die Hoffnung an mich, an euch, an alle, die zuhören. Und ich weiß ja auch, es haben ja schon manche neue Organe bekommen, digitale Organe, Smartphones und Tablets, damit sie jetzt den Gottesdienst in Zukunft immer mitverfolgen können, wenn er aufgezeichnet ist, die das vorher gar nicht wollten. Aber ihr wisst schon, was ich meine, da ist noch mehr. Aber ich glaube, es wachsen neue Organe auch in dieser Zeit. Und so erleben wir Weihnachten auf eine ganz besondere, innige Art. Und ich hoffe, dass ihr das auch so erleben könnt. Mitten in den Sorgen dieser Zeit bleibt die leise Musik der Engel. Mitten in der Corona-Stille hören wir diese Musik. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott hat uns in seiner Liebe nach wie vor die Engel als die guten Mächte an die Seite gestellt. Manchmal können wir sie sehen und sogar hören. Hören wir das berühmte Gebet von den 14 Engeln. Abends will ich schlafen gehen, 14 Engel um mich stehen. 2 zu meinen Häupten, 2 zu meinen Füßen. 2 zu meiner Rechten, 2 zu meiner Linken. 2, die mich decken, 2, die mich wecken. 2, die mich weisen zu Himmels Paradeisen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Höret des Heroldes Engel singen, Ruhm und Ehre dem neugeborenen König, Frieden auf Erden und milde Gnade, Gott und Sünder versöhnen sich. Voller Freude mögen sich alle unsere Völker erheben. Schließt euch dem Himmelstriumph an. Mit den himmlischen Heerscharen sollt ihr verkünden, Christ ist geboren in Bethlehem. Gegrüßet seist du, himmelsgeborener Friedensprinz. Gegrüßet seist du, Sohn der Rechtschaffenheit. Licht und Leben sei allem, das er bringt, aufgestiegen mit Heilung durch seinen Flügelschlag. Sanft legt er seinen Ruhm beiseite, geboren, dass der Mensch nie stürbe, geboren, ihnen Wiedergeburt zu schenken. Höret,
des Heroldes Engel singen, Ruhm und Ehre dem neugeborenen König. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Ewiges Wort, ewiger Gott, Mensch geworden, du sprichst zu uns, in den Menschen, die uns begegnen, die uns nach dir fragen oder von dir nichts wissen wollen. Du hast dich uns allen geschenkt. Wir danken dir, dass du uns in Jesus offenbart hast, was wirklich ein Mensch ist. Öffne uns, dass wir dich hören, wo immer unsere Menschlichkeit nötig ist. Öffne uns, dass wir dich hören in unserem Innern, die Stimme der Sehnsucht, die wir so oft übertönen und die unaufhörlich ruft nach dir. Öffne uns, dass wir dich hören in den Stimmen derer, die uns nicht verstehen wollen und uns missachten, die uns schaden wollen und uns sogar Feind sind. Öffne uns, dass wir dich hören im Schweigen der Einsamen und der Verbitterten, der Sprachlosen, im Verstummen derer, die keine Hoffnung mehr haben. Öffne uns, dass wir dich hören in den Schreien der Kranken, in dem Schreien derer, die auf der Flucht sind, in der Angst derer, die krank sind, vor dieser Corona-Seuche sich fürchten, in den Schreien derer, die fast nicht mehr können, in dem Stöhnen, die sich um all die Kranken kümmern müssen. Öffne uns, dass wir dich hören. Öffne uns, wo du uns unverständlich bleibst, auch im Nichtverstehen all dieser Dinge, die um uns herum passieren. Ewiges Wort, ewiger Gott, du sprichst zu uns unaufhörlich. Du rufst uns zum Menschsein. Du willst in uns Mensch werden, geboren zum Heil. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So spreche ich für euch mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun lasst euch segnen und senden in diese so besonderen Weihnachtstage. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir allezeit seinen Frieden. Amen.